hier seht ihr Colmar. In Colmar scheint ein bisschen was los zu sein. Ein paar Boote sind zu sehen. Jede Menge Autos, das bedeutet, die Gaststätten werden gut besucht sein. Ja, yeah, Trimaran, auch nicht schlecht. Was man hier alles so auf der Elbe sieht. Hinten schick an Richtung. Muss man die Tonnen im Blick behalten. Kommt keiner von vorne, nee, alles gut. Schon schön wieder zu sehen, dass es Leute gibt, die wieder draußen sind und chillen und leben. Das ist ja durch Corona alles immer so eine Sache. Da kommen wir ja selten noch dazu. Insofern umso großartiger die Momente, wo man hier alleine auf Wasser ist und die Ruhe genießen kann. Übrigens die Astra. Guckt mal besser nicht rein, dann herrscht das Chaos. Alles im Rhein geflogen. Ansonsten ist da unten immer ganz unmöglich. Hier jetzt noch nicht einkehren, sondern erst in Glückstadt. Colmar ist nur so ein Zwischenstopp. Wir werden es nur passieren. Wenn gleich mein Telefon klingelt und die Tempo-Tot dran ist und mich fragen wird, ob wir einkehren, dann können wir das natürlich auch machen. Aber ich weiß nicht, wie das hier mit den Seetiefen ist mit meinem Boot. Bei 1,5 Meter Seegang überlegt man sich das mal ganz genau. Was macht denn eigentlich der Strom? Ist ein Schwebe ablaufen? Es kann sein, dass wir schon ablaufen Wasser haben. Thank you.
in Blickrichtung seht ihr Hamburg und sein davor gelagertes Atomkraftwerk in Stade. Das Stückchen Land hier direkt auf 12 Uhr ist Pagensand. Davor befindet sich der Leitdamm. Es ist also davor abzuraten, vor diesem roten Turm links abzubiegen, um auf das Hauptfahrwasser der Elbe zu gelangen, denn das kann mit Schraubenbruch und Schlimmeren enden. Da gibt es also immer wieder Geschichten, wo Leute in der Elbe nicht wieder gefunden wurden, weil sie einfach weggesaugt wurden von den Gezeiten, die sich ja hier tatsächlich also wirklich austoben. Hast du keine Chance, außer ruhig zu bleiben und ganz genüsslich langsam gen Rand zu schwimmen, ganz egal, wo es kommt. Einfach immer schwimmen, 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 schwimmen. Ja, grandioser Tag heute zum Segeln. Der Wind kommt gleichmäßig, föhnartig herüber, sodass man hier wirklich seine Geschwindigkeiten halten kann. War schon ein Traum. Ich sehe weißes Licht im Turm. Thema Lichterführung. Nicht viel machen. Kannst du da mal gucken gehen.